Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich glaube, unterschiedliche Verhaltensweisen, was die Gesundheitsversorgung und Gesundheitsvorsorge angeht, ist genug erläutert worden. Deswegen erlauben Sie mir, einfach mit diesen Vorsorgeuntersuchungen ein bisschen auseinanderzusetzen. Das stimmt, Prostatakrebs stellt bei den Männern die häufigste Krebserkrankung nach den Lungen- und Darmkrebs. Und ich glaube, darüber gibt es ja sehr viele Veröffentlichungen, das ist ja die Tatsache. So können Männer, deswegen ist ja die Vorsorgeuntersuchung bei der Krebserkennung sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und so können auch Männer ab 45 einmal im Jahr eine Vorsorgeuntersuchung als Kassenleistung in Anspruch nehmen, bei denen Prostata digital rektal abgetastet werden wird. Eine andere Möglichkeit der Früherkennung ist die prostataspezifische Antigenbestimmung, das heißt PSA-Bestimmung. Der PSA-Test ist eine sogenannte IGEL-Leistung. Das heißt, die Patienten müssen selber bezahlen, weil der gemeinsame Bundesausschuss diese Leistungen nicht Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen hat. Dafür gibt es auch genug Gründe. Der von der FDP vorgelegte Antrag verfolgt insbesondere das Ziel, die Teilnehmerraten bei der Früherkennungsuntersuchung zu steigern. Soweit, so gut. Aber was ist das, wenn PSA-Test alles andere als zuverlässig ist? Was, wenn die Männer aufgrund einer positiven PSA-Bestimmung eine Krebstherapie über sich ergehen lassen, obwohl keine lebensdrohende Krebserkrankung vorhanden war? Was ist, wenn Untersuchungen und Therapien weitaus mehr schädigen, als sie nutzen? So sprechen zum Beispiel neue Empfehlungsrichtlinien der ACP, American College of Physicians und andere Fachgesellschaften inzwischen vollständig von der PSA-Test bei Männern unter 50 und über 70 einfach abzuraten. Herr Kollege, und gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Schneider? Ja, natürlich. Dankeschön. Bitte schön, Frau Schneider. Ja, sehr geehrter Herr Ünal, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich weiß ja nicht, ob Sie während meiner Rede bereits im Raum waren oder ob Sie dazugehört haben. Auf jeden Fall habe ich mehrfach in dieser Rede gesagt, dass ich nicht für den PSA-Test werbe, dass es bekannt ist, dass der gemeinsame Bundesausschuss ihn ablehnt und dass es eine IGEL-Leistung ist. Sie dürfen jetzt gerne weiter fortfahren, aber ich wollte Ihnen nur fragen, ob Sie bereit sind, das zur Kenntnis zu nehmen. Nein, ich hab sehr gut zugehört, was Sie gesagt haben. Ich habe auch Ihren Antrag hier. Anderthalb Seiten haben Sie sich mit PSA-Test auseinandergesetzt. Deswegen möchte ich auch über diese Diskussionen, wissenschaftliche Diskussionen über PSA-Test hier vortragen. Das ist nicht mehr, nicht weniger. Und ich glaube, diese Empfehlungen der Fachgesellschaften sind ganz eindeutig, dass sie diese Tests überhaupt nicht vorschlagen. Dann bleibt natürlich diese Vorsorgeuntersuchung, digital-rektale Untersuchung. Und das ist auch Kassenleistung. Sowohl die Prostatazentren, die haben wir ja in NRW, 22 Prostatazentren, unterschiedliche Fachgesellschaften immer wieder in diesem Bereich Werbung machen. Aber trotzdem können wir die Anteilnahme der Menschen an diese Vorsorgeuntersuchung nicht erhöhen. Nebenwirkungen der Krebsbehandlung ist ja für alle bekannt. Neben dieser Chemotherapie und Bestrahlungsnebenwirkungen gibt es auch eventuelle bei den chirurgischen Eingriffen natürlich unterschiedliche Nebenwirkungen, die natürlich sehr, sehr kompliziert verlaufen können. Die jetzige, derzeitige wissenschaftliche Datenlage und Erkenntnisse erlauben somit auch keine eindeutige Empfehlung für eine Teilnahme an einer Früherkennungsuntersuchung auf Prostatakrebs. Zugleich sind negative Effekte natürlich ziemlich viel, zum Beispiel über Diagnosen und Behandlungen. Und darüber hinaus gibt es auch sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen im Moment, weil man erstens auch die Behandlungsmöglichkeiten der Prostatakrebs auch verbessern möchte. Hier steht ja im Antrag, dass man sehr viele Forschung unterstützen soll. Alleine
in diesem Jahr gibt es mindestens 15 Forschungsprojekte, sowohl die Früherkennung als auch die Behandlungsmöglichkeiten, Prostatakrebs zu verbessern. Zum Beispiel eine neue Methode, dass man nicht nur Androgene, sondern auch weibliche Hormone, Östrogene bei der Entstehung der Prostatakrebs eine Rolle spielen. Deswegen versucht man jetzt in der Bundesrepublik zum Beispiel Östrogenrezeptoren einfach bei der Entstehung der Prostatakrebs zu benutzen, damit man diese Entstehung verhindern kann. So gesehen gibt es sehr viele Untersuchungen und Forschungen, ohne diese Forschungen zu evaluieren und davon zu profitieren, einfach hier nochmal Forschungen zu verlangen, finde ich nicht in Ordnung. Allerdings besteht natürlich eine Verbesserung der diagnostischen Verfahren, was die Prostatakrebs angeht. So gesehen werden wir die Überweisung des Antrags in den Fachausschuss zustimmen. Bin ich eigentlich sehr gespannt, wie wir im Ausschuss ausführlich diskutieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.